Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Medikus. Heute geht es um Erste Hilfe und heute müssen wir nochmal über das Thema Outdoor Erste Hilfe und über den Gruppensani uns unterhalten. Was so seine Aufgaben sind, was seine Ausrüstung ist, was der in der Ausrüstung hat, was die meisten anderen von euch ebenfalls in so einer Gruppe in der Ausrüstung haben sollten. Und was es war, was es ist, was es sein wird, Intro, Erklärbär, Attacke. Showtime, folks. Also, meine Damen und Herren, es geht um den Gruppensani bei irgendwelchen Outdoor-Geschichten. Irgendwann demnächst gehen wieder Herbstferien los bei den Niedersachsen, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind sie schon losgegangen. Und in dem Zusammenhang geht es um Gruppentouren und es geht um denjenigen, der medizinisch in so einer Gruppe die Hose anhat. Und zwar geht es über das hinaus, was der Eigentliche irgendwie so können sollte. Der Teilnehmer an sich sollte schon mal relativ fit sein in Richtung Erste Hilfe und auch in Richtung Erste Hilfe draußen im Gelände, weil draußen im Wald und auf der Heidi irgendwo im Harz oder in den Alpen oder wo auch immer, wenn ihr da irgendwo im Gemüse unterwegs seid, da ist der Hamburger Rettungswagen halt nicht innerhalb von 8 Minuten vor der Tür und da solltet ihr ebenfalls wissen, was ihr tut. Eine der Kernkompetenzen ist also von diesem Gruppensanitäter, dass er seine Leute, seine Gruppenteilnehmer so weit schult, selber in Erster Hilfe schult, und zwar über den Teil der Ersten Hilfe, die über die Erste Hilfe, ich will nicht sagen, hinausgeht. Aber letzten Endes haben Unfallstatistiken unter anderem aus dem Militärischen gezeigt, derjenige, der als allererstes auf der Fresse liegt und brach liegt und nicht operationsfähig ist, draußen im Gelände, im Wald und auf der Heidi, das ist der Sani. Ups, ja, mögen viele nicht hören, ja, darf man mich auch gerne Ketzer nennen, damit kann ich leben, damit kann ich wirklich umgehen. Und von daher ist dieser Sani sehr, sehr schlau beraten, wenn er seine Leute so weit aufschlaut, dass wenn er selber brach liegt, dass die ihm helfen können. Wäre witzig. Und da wäre zum Beispiel die Einführung in das Material ganz wundervoll. Also den Umgang mit dem Material, sowohl dem von jedem Einzelnen als auch dem Gruppenkit. Das Gruppenkit kann ungefähr so aussehen, man nehme eine Tasche und wir haben bei uns im Shop auf der Seite verlinkt, was wir so empfehlen. Aber ich erkläre es hier auch gerne nochmal. Und ich habe hier für jedes Teil, was wir in diese Tasche packen, auch nochmal das Video verwurstet, wie diese Materialien gehandhabt werden. Dieses Video wird also von daher wahrscheinlich einen Hauch länger. Schnappt euch was zu essen, schnappt euch einen Kaffee und wir legen mal los. Ich packe meine Gruppentasche und ich nehme mit. Und als erstes, mal von der Tasche ganz abgesehen, das kann eine Tasche sein, das kann auch so dieses Köfferchen hier sein. Dieses Köfferchen haben viele meiner Kunden zum Beispiel in Fahrzeugen, in Expeditionsmobilen, in Allradfahrzeugen. Und der Vorteil bei diesem Koffer ist, dass der wirklich wasserdicht ist. Und dass der so stabil ist, dass du damit notfalls auch eine Scheibe einschlagen kannst, wenn es denn die Situation erfordert. Das wird mit der gemeinen Tasche an sich schon etwas schwieriger. So, was packen wir denn nun rein in so eine Tasche? In so eine Tasche rein packen wir zum Beispiel die Traumabandage meines Vertrauens. Das ist die Traumabandage meines Vertrauens, weil die meine Kinder mit ausgesucht haben. Meine Kinder, meine beiden Töchter sind Vorlaute 9 und 12 und die machen das inzwischen seit 2016. Und das machen die aus einem ganz einfachen Grund. Wenn die intuitiv mit dem Material umgehen können, dann muss ich es vom erwachsenen Homo sapiens erwarten können. Ja, ich weiß, ich lehne mich da weit aus dem Fenster auch. Ich habe den einen oder anderen Kevin schon erlebt, der wirklich jedes Klischee erfüllt hat. Mit Schuhen, mit Klettverschluss, mit am Feuerstahl reiben und nicht einen einzigen Funken gerissen. Und, oh, Alter, kannst du dir nicht ausdenken. Aber darum geht es gerade nicht. Es geht um das erste Produkt, das erste Ding, was ich in diese Tasche packe. Und das ist die Traumabandage. In dem Fall ist es die Wound Stop Care One.
Dafür sind wir Generalimporteur. Aus dem ganz einfachen Grund, weil meine Zulieferer mir ein- oder zweimal zu oft erzählt haben, dass sich diese Bandage nicht oft genug in Deutschland verkauft. Die hat ein sehr kleines Packmaß. Aber ich höre jetzt hier mal mit dem Gequatsche auf. Es geht jetzt erstmal zu den Anwendungen von dieser Traumabandage. Attacke. Das hier ist sie nun, unsere Woundstop. Unsere Lieblingstraumabandage. Hier an der roten Ecke. Gehen wir bei, reißen das gute Stück auf und entfalten die Wundauflage. Da haben wir den Rest. Das Ganze hat also ein sehr kleines Packmaß. Das ist sehr, sehr geil, wie ich finde. Hier haben wir ein Daumenloch und das nutzen wir auch gleich. Denn 25 Jahre jung, südländischer Typ, wurde mir in der Notaufnahme präsentiert. Auf einem Samstagmittag, gut gegelte Haare und kommt bei uns an den Tresen, unser Drachen mit dem Schreibtischklammergriff. Haben wir an Ihre Versichertenkarte gedacht? Woran wir männlichen Homo sapiens so oder so grundsätzlich und vor allem auf gar keinen Fall denken und schon gar nicht im Erstangriff. Gut, er hatte einen Druckverband in ähnlicher Konstellation wie das, was ich euch gleich zeige. Der hatte sich geschnitten. Mit einem Stechbeitel beim Basteln. Ich entsafte über die Handgelenkarterie. Da haben wir die Wundauflage drauf. Einen zum Fixieren. Jetzt gehen wir bei. Nehmen als Druckpolster des Vertrauens das Portemonnaie. Warum das Portemonnaie? Da ist die Versichertenkarte drin, da wir in Deutschland sind. Und da sich sowas gefälligst gehört. Eigentlich. Theoretisch. Wie gesagt, wir Männer denken da pausenlos immer und ständig dran oder auch eben nicht. Gehen mit dem letzten Rest bei, schlaufen den hier durch mit der Spange, können das Ganze fixieren, kein Reißen, kein Knoten, kein Schneiden, kein nichts. Ruhe auf dem Kanal. Wie gesagt, durch diese Spange hier haben wir den Vorteil, dass wir kein Kleben, kein Schneiden, kein Reißen, kein Knoten, nichts mehr machen müssen. Nur noch einhängen. Diese Spange, den Haken, einhängen und fertig. So, für die Damen und Herren aus dem Urban Exploring. Die haben ganz gern auf dieser Höhe eine Risswunde. Das ist übrigens eine der Hauptverletzungen im Häuserkampf, mal so ganz unter uns. Wir stecken hier diese Bandage durch diese Daumenschlaufe durch. Jetzt wird das Ganze fachgerecht auf der entsprechenden Höhe platziert und gewickelt. Und gewickelt. Und gewickelt. Und wenn er nicht gestorben ist, dann wickelt er wahrscheinlich morgen früh immer noch. Es sei denn, er hat zwischenzeitlich die Spange eingehakt und ist fertig mit dem Verband. Nächster Verband, Königsdisziplin. Ich habe mir hier die Stirn aufgeschnitten, geschürft, geplatzt, wie auch immer. Gehe hier einmal rum, damit es hält. Gehe hier jetzt bei, an der Ecke, halte fest. Gehe hier jetzt rüber, kann jetzt hier im Grunde schon loslassen, wickel weiter und weiter. Übliches Spiel mit der Klammer. Fertig. Gucken, ob das gute Stück sitzt und nicht verrutscht. Wackentest. Und dann klappt es auch mit dem Kopfverband. Seht ihr, war doch eigentlich gar nicht schwierig, tat eigentlich auch gar nicht lange weh, oder? Was wir als nächstes in diese Tasche packen, weil es auch multifunktionell anwendbar ist, genauso wie die Bandage, wie ihr gerade gesehen habt. Ihr könnt damit mit der Bandage also einen Druckverband machen, ihr könnt damit einen Knöchel bandagieren, ihr könnt damit eine Samsplint fixieren. Die Liste ist endlos. Wenn ihr da tatsächlich eine Israeli-Bandage nehmt, habt ihr immer diesen Druckbügel im Weg oder ihr müsst ihn rausreißen, was ungefähr so sinnvoll ist wie ein Loch im Knie. Gut, nächster Punkt auf meiner Liste ist
an Multifunktionalität komprimierte Gase. Ein Päckchen komprimierte Gase. Ich verwende tatsächlich ein Päckchen komprimierte Gase und dieses Päckchen komprimierte Gase, das ist von LifeGuard. Nein, da ist kein Hämostyptikum drin. Auch dazu habe ich mich mehrfach ausgekaspert. Wie diese komprimierte Gase angewendet wird, sehen wir jetzt hier am Woundpacking Trainer. Wir nehmen an, der ist beim Mountainbiken frontüber vom Sattel abgestiegen. Das Lenkerhörnchen hat sich im Becken verewigt und jetzt gehen wir bei und müssen dieses Loch irgendwie versorgen. So, und da blutet es einigermaßen stark raus, vielleicht nicht unbedingt pulsierend, denn meistens haben wir es bei starken Blutungen mit Mischblutung, also sowohl arteriell als auch venös zu tun. Das, was wir müssen, ist, wir müssen erstmal mit einem Finger in diese Wunde und müssen da den Wundgrund ertasten. Jetzt nehmen wir diese komprimierte Gase, fummeln uns da an dem einen Ende eine Ecke raus. Jetzt wird hier ein kleiner Ball geformt und der kommt jetzt in dieses wundervolle Loch. Und jetzt wird dieses gesamte Loch wirklich proppenvoll austamponiert. Da gibt es einen Haken an der Sache. In dem Moment, wo ihr euren Finger in einer Körperöffnung bei jemandem versenkt und diese Körperöffnung nicht zu euch gehört, kann es passieren, dass der Patient aufgrund des Schmerzreizes und aufgrund von dem, was er da sieht, den Kanal wechselt, also das Bewusstsein verliert. Wenn ihr also in einer Gruppe unterwegs seid, macht das schon Sinn, dass jemand am Kopfende ist und die Position des Kopfendes auch sehr, sehr genau wahrnimmt, um zu gucken, ob derjenige noch atmet. Denn für euch als Ersthilfe ist das Positive, in dem Moment, wo er das Bewusstsein verliert, schreit er nicht mehr. Das heißt, ihr könnt in Ruhe arbeiten. Der Haken an der Sache ist, dadurch, dass er das Bewusstsein verloren hat, müsst ihr euch jetzt beeilen. Also Loch austamponieren, das Ganze nach Möglichkeit mit einer Traumabandage sichern und bevor ihr da mit dem großen Rumgebastel anfangt, ihr geht erstmal bei und tamponiert dieses Loch aus. Den Rest aus dieser Verpackung, wenn das Loch dann ausgestopft ist, das packt ihr oben drauf auf dieses Loch und jetzt wird 3 Minuten lang hoher Druck ausgeübt. Ob ihr da mit dem Handballen, ob ihr da mit der Faust oder mit dem Knie drauf drückt, ist mir relativ egal, solange ihr relativ großen Druck auf diese Fläche ausübt. Das, was bei dieser Aktion passiert, ist, dass ihr dem Körper von dem Verletzten die Möglichkeit gibt, sich an dieser Blutstillung selber mit zu beteiligen, und zwar in Form eines Blutfropfes, der gebildet wird. Und den lasst ihr, den Blutfropf, die Gase, alles, was dazu gehört, lasst ihr in diesem Patienten drin. Wie gesagt, wenn das Ganze soweit eingebracht ist, wird es mit einer Traumabandage vernünftig versorgt, nach Möglichkeit mit einem Druckverband, und wird entsprechend an den Rettungsdienst übergeben. Die komprimierte Gase wird überall da eingebracht, wo wir im Erstangriff mit einem Tourniquet oder mit einer normalen Traumabandage keinen Blutpott gewinnen. Was ich ebenfalls zur Versorgung, zum Stoppen starker Blutung, gerade an den Extremitäten immer wieder beklatscht und besingen, ist ein Tourniquet. Und zwar ist es in meinem Fall das Combat Application Tourniquet 7. Generation in freundlich dezenten Orange. Und auch das alles hat Gründe. Wir gucken uns heute mal ganz in Ruhe an, wie das gute Stück angewendet wird und wie es richtig angewendet wird und wie vor allem nicht. Es geht um diese kleinen schleimigen Scheißerchen. Und zwar handelt es sich dabei um das Combat Application Tourniquet 7. Generation in freundlich dezenten lebensbejahenden Orange. Das mit der Farbe hat einen ganz einfachen Hintergrund. Dieser Hintergrund lautet, dass gerade im Zivilen diese Dinger im Krankenhaus in der späteren Versorgung gern mal untergehen, wenn die nicht in der entsprechenden Warnfarbe tatsächlich daherkommen, nach Möglichkeit mit Patienten. Das nächste Ding, warum Orange? Und das kommt eigentlich eher aus der Jägerei. Notfallequipment, was du in deinem Rucksack oder irgendwo an deinem Körper nicht findest, gerade in schlechten Lichtverhältnissen, ist ungefähr so sinnvoll wie ein Knopf am Kniegelenk. Kann man machen, braucht kein Mensch. Die Schwarzen also für ballistisch knitterfrei und alle die, die auf 9mm oder 5,56 NATO rausgeben können und müssen, das hier für alle anderen. Das ist aber gar nicht so das kriegsentscheidende Thema, sondern es geht um die Anlage dieser Abbindesysteme. Und die sieht so aus, dass hier das gute Stück, am Unterarm sprudelt es raus, haben wir früher ausgebildet, körperstammnah, möglichst dicht am Körper.
und da gibt es die Neuerung. Wir haben uns also mit mehreren Fachleuten auch zusammengesetzt und mal die Karten gelegt, ob und wie wir das Laien tatsächlich so erklären können, wie das Ding richtig angelegt wird, und zwar nach neuesten Erkenntnissen. Wie es so schön in der Blaulichterei heißt, meine Damen und Herren, folgende Lage. Wir sind mit dem Motorrad unterwegs. Wir sind mit dem Motorrad ja meistens nicht alleine unterwegs, sondern irgendwie in der Gruppe. Einer schmiert ab in der Kurve und holt sich an einem Pfosten von der Leitplanke eine fiese, fies blutende Wunde am Unterarm. Und zwar hat es tragende Teile der Hand abgerissen. Was wir jetzt machen mit diesem Tourniquet, um diese starke Blutung tatsächlich zu stoppen, und das ist die große Neuerung, dass wir, angenommen Hand weg, hier ziemlich genau am Handgelenk und hier sprudelt es fröhlich raus, dann legen wir das Tourniquet etwa eine Handbreit über der Verletzung, aber nicht näher als eine Handbreit unterhalb des nächsten Gelenkes an. Das wäre dann, wenn es denn angelegt ist, es ist ungefähr da angelegt, Handbreit drüber, kommt ganz gut hin. Ungefähr mittleres Mittelfeld. Nehmt da jetzt keinen Zollstock bitte. Jetzt geht ihr hierbei und dreht. So, jetzt gehen wir mit dem Rest bei, fädeln den hier durch. Jetzt kommt dieses Fähnchen hier oben drüber. Da wird günstigstenfalls die Zeit drauf geschrieben und dann verbleibt das gute Stück in der Position an Ort und Stelle. Warum gibt das da jetzt diese Änderung? Ich habe früher auch immer wieder gerne erzählt, dass zwischen, also gerade am Unterarm und auch am Unterschenkel, wo wir ganz ähnliche Bedingungen vorfinden. Wisst ihr was? Ich gehe mir mal einen malen. Wir haben hier im Querschnitt unseren Unterschenkel oder den Unterarm. Hier laufen am Unterarm zum Beispiel Elle und Speichel lang. Und hier, relativ gut geschützt davon, laufen Arterien und Venen lang. Jetzt haben wir das Problem, dass wir diese Blutung ja irgendwie zum Stehen kriegen wollen. Das können wir also auch am Unterarm in dieser Position. Früher ist man davon ausgegangen, dass man einen viel zu hohen Druck aufbringen muss, um die Knochen so weit zusammenzudrücken, dass wir auch die Gefäße tatsächlich komprimieren. Also so stark zudrücken, dass wir da eine Abbindung herstellen. Das Ding ist, dass das in der Art und Weise aber wirklich nur richtig funktioniert, wenn entweder alles auf der anderen Seite, also Hand, entweder amputiert ist, also abgerissen ist, oder Unterarm oder Unterschenkel so stark verletzt sind, dass ihr sehen könnt, dass diese Knochen gebrochen sind. Dann habt ihr da noch nicht genügend Bewegung hier in diesem Bereich, dass ihr da tatsächlich eine Abbindung herstellen könnt. Und jetzt kommen wir zum, warum diese Änderung? Es hat ganz einfach damit zu tun, dass es Situationen gibt, wo Chirurgen Hände und Füße nicht unbedingt wieder annähen, also replantieren können. In dem Fall brauchst du ein entsprechendes Gewebe, um eine Stumpfversorgung herstellen zu können, also für eine Prothese. Und für so eine Prothese brauchst du dann halt Teile oder Viren zum Beispiel, Teile vom Unterschenkel und Teile vom Unterarm ganz sinnvoll, um das Ganze möglichst funktionstüchtig tatsächlich zu gestalten und eine möglichst realitätsnahe und funktionstüchtige Prothese da tatsächlich anbringen zu können. Wenn du jetzt aber sehr weit oben abbindest, hast du das Problem, dass du eventuell gerade bei Zeitüberschreitung eventuell diese Stumpfversorgung nicht mehr so hinkriegst, dass da vernünftig mit Prothesen gearbeitet werden kann. Neuerung, wie gesagt, Anlage vom Tourniquet am Unterarm, am Unterschenkel, eine Handbreit über der Verletzung, eine Handbreit unter dem darüber liegenden Gelenk, also unterhalb vom Kniegelenk
oder in dem Fall wie hier am Arm, am Ellbogengelenk. Nicht direkt am Gelenk, das wird sonst auch wieder nichts. Und nichtsdestotrotz, wenn wir diese Wunde versorgt haben, beziehungsweise wenn wir die Blutung zum Stehen gekriegt haben, gehört diese Wunde trotzdem versorgt. Nach Möglichkeit mit einer Traumabandage des Vertrauens. Meinetwegen auch in Tateinheit mit komprimierter Gaze. Das war also so der kurze Ausflug, quasi der medizinische Gruß aus der Küche. Ein kleines bisschen aus unseren Fort- und Weiterbildung. Als nächstes kommen wir zum Thema Rettungsdecke. Die Rettungsdecke ist in so einem Erste-Hilfe-Kit im Grunde wie eine Art schwarzer Offiziersmesser, wenn man so will. Und diese schwarze Offiziersmesser, dazu habe ich mich auch schon mal gründlicher ausgelassen. Das Video sehen wir jetzt hier mit den verschiedenen Möglichkeiten der Anwendung. Wir gucken uns mal heute meine Lieblingsanwendung an. Wie viel das werden? Keine Ahnung. Weil das Ding ist im Grunde eine Art schwarzer Offiziersmesser. Wir fangen an mit der Abbindung. Wir werden die Abbindung einmal besprechen und auch das erklären, warum. Warum ist das mit der Abbindung mein Steckenpferd? Pro Jahr sterben 3500 Persönlichkeiten im Straßenverkehr, wovon bummelig 70% zumeist über die Extremitäten verbluten, bevor der Rettungsdienst irgendwo sein kann. Das heißt jetzt nicht, dass der Rettungsdienst in Deutschland so unfassbar scheiße ist, sondern es hat ganz einfach damit zu tun, dass alles mit der Ersten Hilfe steht und fällt. Mit dem Ersthelfer, mit demjenigen, der vor Ort ist. Mit dem steht und fällt wirklich alles. Und ich habe noch einen Satz Zahlen, Daten, Fakten. In über 80% der Fälle, in denen Erste Hilfe geleistet werden muss, jemand Erste Hilfe benötigt, da ist es nicht der große, böse Unbekannte, sondern einer aus deinem allernächsten Beritt. Allerengste Familie, allerengste Freunde, dann kommt sehr lange sehr, sehr viel nichts. Das heißt, die Chance, dass du irgendwann mal früher oder später an jemanden schraubst, den du wirklich gut kennst, der eventuell dein Lieblingsmensch ist, diese Chance ist dramatisch hoch. Das ist nicht der große, böse Unbekannte, der uns gern mal irgendwie im Führerscheinkurs suggeriert wird. Das ist falsch. Okay? Deswegen. Einig sind sich alle Beteiligten drüber, wenn so ein ehrenwertes Gerät oder was Ähnliches verfügbar ist. Das hier ist das Combat Application Tourniquet in der 7. Generation. Das ist ein modernes Abbindesystem, was eigentlich aus dem Militärischen kommt. Ist der Platzhirsch, ist der Marktführer und das aus gutem Grund. Das Ding ist so puten einfach in der Anwendung, dass das eigentlich schon wieder wehtut. Zu dem Thema habe ich mich mehrere hunderttausend Mal ausgelassen. Ich gebe euch hier mal den Link für eine Playlist dazu. Wenn ihr aber teures Fancy Device nicht habt, habt ihr trotzdem das Recht, überleben zu können, zu wollen, zu dürfen, zu müssen. Und da kommt die Improvisation dann tatsächlich zum Tragen. Ja, ich weiß, es wird den einen oder anderen wieder geben, das geht aber nicht. Doch, das geht und auch da habe ich mich schon mehrere tausend Mal zu ausgekaspert. Wenn ich irgendwas Sinnvolles an Zahlen, Daten, Fakten finde, packe ich es unten nochmal in die Videobeschreibung. Da lasse ich mich jetzt hier nicht nochmal zu aus, weil das würde den Rahmen echt sprengen. Abbindung. Wir hatten gesagt Abbindung, wir gucken es uns an. Also, wir brauchen einmal die Rettungsdecke. Wir brauchen etwas zum Knebeln. Und wir nehmen mal den oberen meiner drei Schenkel. Und wie es so schön in der Kochsendung heißt, ich habe da mal was vorbereitet. Ich versuche das auch ein bisschen auf Zeit. Hoch in die Leiste, da machen wir einen Kreuzknoten. Ey, ihr wisst doch, was ein Kreuzknoten ist, oder nicht? Mach mich nicht fertig. Wir nehmen einen Knebel, den packen wir nicht direkt in den Knoten, sondern daneben. Sehen zu, dass unser Patient hier möglichst wenig in den Hosentaschen hat. Das wird sonst einigermaßen albern. So, das fühlt sich besser an.
Lager. Ho! Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Mit dem Rest von diesem Gebänzel hier. Mit dem Rest von diesem Gebänzel hier gehen wir jetzt bei und sichern das Ganze gegen eigenmächtiges Entfernen aus der Einsatzstelle. Alter, leck mich, bis ich schrei. Ha, ist das schön. Verdammana. Oh. An die Herren der Schöpfung bitte nicht zu viel einbinden. Somit haben wir die erste Anwendung als eine meiner Lieblingsanwendungen gesehen. Die Abbindung. Ursprünglich gedacht war diese Rettungsdecke zum Wärmeerhalt. Tada! Der Witz an der Sache ist, dass ihr euch damit aber nicht einpackt wie Hertha die tanzende Fleischwurst, also nicht hauteng eindrehen. Denn diese Rettungsdecke funktioniert nach dem Prinzip der Reflexion. Zum Reflektieren braucht das Ganze aber etwa so ein Stück zwischen Folie und dem eigentlichen Patienten. Die Unterkühlung, by the way, ist Todesursache Nummer 2 bei traumatischen Ereignissen, gleich nach dem Verbluten. You're welcome. Also wäre das fachgerecht Eindrehen von unserem Patienten nicht nur witzig, sondern lebensnotwendig. Und es wird auch von Profis häufig falsch gemacht und mit dramatischen Folgen. Je kühler ein Patient im Krankenhaus ankommt, desto beschissener ist die Überlebenschance im weiteren Verlauf. Wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, haut es unten in die Kommentare. Wir können das Ding aber zum Beispiel auch unter einem Baum aufspannen bzw. irgendwo aufspannen und uns als Sonnenschutz drunter packen. Im Grunde wie so eine Art kleines Zelt, ein kleines Behelfszelt. Was zum Beispiel zum Thema starke Blutung auch geht, ist ein Druckverband. Wir nehmen an, ich entsafte über die Handgelenkarterie. Jetzt mache ich mir hier irgendwas als Mundauflage drauf. Das kann sein ein Paket Taschentücher bzw. ein Taschentuch und das Paket Taschentücher nehmt ihr als Druckpolster. Ich überlasse das mal eurer Fantasie. Bei und packe jetzt irgendwas anderes als Druckpolster. Wir nehmen mal mein Portemonnaie wegen der versicherten Karte. Das packen wir da in die Mitte. Und auch das wird hoheitlich eingewickelt. Und auch hier wieder den Kreuzknoten. Voilà. Da ist sogar ein Schleifchen fürs Krankenhaus dran. Zum mal auspacken. Nee, da war unsachlich. Aber das kann nicht fließen. So, Kinders, wir haben die Abbindung, wir haben den Wärmeerhalt, wir haben das Behelfszelt, wir haben einen Druckverband. Ihr könnt das Ding aber auch für Rettungstechniken nehmen. Ihr seht jetzt hier eine der Arten und Varianten. Das war aber eigentlich nur, um vorzuführen,
ob und wie viel dieses gute Stück aushält. Wir haben bei einer Veranstaltung eines Kunden einen Bekannten von uns mit der Rettungsdecke aus einer G-Klasse, aus einer Mercedes G-Klasse mit Portalachsen rausgehoben. Geht. Geht das gut? Je nachdem, wer fragt, ja. Denn was ist die Alternative mit dem Rautik-Griff da oben aus der Höhe mit der Portalachse und bei euch dann mit dem Schlag ins Kreuz und ihr liegt als Querschnitt daneben? Das überlegt euch sehr genau. Gut. Das ist nur eine der verschiedenen Varianten. Ihr könnt denjenigen normalerweise wie mit einer Art Bandschlinge aus der Feuerwehrerei mit einer 180 cm Bandschlinge um den Oberkörper rumlegen und laufen. Ja, das muss nicht schön, das muss nicht pädagogisch wertvoll, das muss vor allem nach norddeutschem Sprichwort, und das da lautet, wer rettet, hat Recht. That's it. So können wir das war nur ein klitzekleiner Ausflug und das war wirklich nur Erste Hilfe. Ah, einen habe ich noch. Apropos Erste Hilfe, apropos im Wald und auf der Heidi und im Außengemüse. Ihr könnt damit auch bei Sonnenschein auch signalisieren. Dann funktioniert diese Rettungsdecke. Wir packen sie jetzt doch mal aus. Egal. Dann funktioniert die nämlich ähnlich wie ein Signalspiegel. Die eine Richtung haben wir die güldene, auf der anderen Seite haben wir die silberne. Früher hieß es immer, dass eine der Seiten dem Patienten zugewandt, damit sie wärmt, die andere Seite zum Kühlen im Sommer, um Überhitzung zu vermeiden. Und das, meine Damen und Herren, ist falsch. You're welcome. Zum Thema Signalisieren. In den Bergen im Winter wird das Goldene hier zum Signalisieren als Notsignalmittel besser wahrgenommen als das Silberne. Die silberne Seite wird in dem Fall gern mal für ein Stück Eis, wo sich die Sonne drin spiegelt, gehalten. Das ist doof und verzögert eventuell Rettung von euch oder von einem eurer Nächsten. Okay? Das war jetzt, wie gesagt, erstmal nur so der Ausflug Erste Hilfe. Da gibt es wesentlich mehr. Reini Rossmann hat es gerade gezeigt mit der Rettungsdecke, mit Wasseraufbereitung. Auch das geht. Loch graben, Rettungsdecke rein, in dieses vermeintliche Loch, das abzukochende Wasser, da dann erhitzte Steine, in der Glut erhitzte Steine, geht. Und das geht auch ohne, dass diese Folie schmilzt. Das ist nicht halb so witzig, wie es klingt, und es funktioniert. Es gibt unendliche Möglichkeiten, wie du das Ding anwenden kannst. Das war also nur ein klitzekleiner Ausflug, das war nur der Gruß aus der Küche. Ihr habt gesehen, das ist also alles kein Hexenwerk und da gibt es unfassbar viel mehr Möglichkeiten. Die Anwendung von der Rettungsdecke, die sind endlos. Als nächstes kommen wir zum Dreiecktuch, und zwar das Baumwolldreiecktuch. Warum das Baumwolldreiecktuch? Auch das gucken wir uns jetzt an. Dieses Dreiecktuch, meine Damen und Herren, liebe Liebenden, hat einen ganz großen Vorteil gegenüber dem, was wir in den verschiedenen Verbandkästen, PKW oder nach Vorgaben der Berufsgenossenschaften haben. Die müssen nämlich vor allem alle eines billig sein. Deswegen sind die inzwischen dieser Tage aus Kunststoff, der, wenn du es tatsächlich drauf ankommen lässt, eine stark blutende Wunde stoppen willst, damit ganz furchtbar versagen wirst. Und zwar haben wir den ganz großen Haken, dass dieser Kunststoff ineinander verschmilzt. Das sehen wir jetzt hier mal so ganz kurzläufig. Das hier, meine Damen und Herren, liebe Liebenden, das ist anders. Denn dieses Dreiecktuch, dieses wundervolle, was ein wenig oldschool aussieht und oldschool ist, ich bin ein Fan von Oldschool. Das ist aus Baumwolle. Das ist gewebt. Tada! Kommt mit Abmessung von 96 x 96 cm mal hier in der Basis 1,36 m.
Und wir gucken uns jetzt mal alles das an, was man hiermit veranstalten kann. Und von vornherein ist es nicht so, wie es aussieht. Was ich mit Baumwoll-Dreiecktüchern verschiedenster Art und Farbe und so weiter und so fort hier auf der Farm gerade jetzt im Sommer bevorzugt und gerne mache, es ist, dass ich mir die hier mit Wasser nass mache und einfach stumpf um meinen Kopf knote. Warum mache ich das? Nein, ich will nicht irgendwie Fluch der Karibik oder so nachdrehen, sondern es hat mit Wasser und diesem Dreiecktuch ganz einfach den Hintergrund, dass ich Kraft meiner wallenden Haarpracht meinen Kopf runterkühle. Und nicht nur meinen Kopf, sondern mein gesamtes Körperchen. Aus dem ganz einfachen Grund, 60% der Wärmeregulation machen wir über unsere wallende Haarpracht. Macht also Sinn, oder? Durch die Verdunstungskälte habe ich also, wenn man so will, eine natürliche Baumwollklimaanlage, was ich unfassbar feiere. So ganz nebenbei, ich kann auf die Art und Weise auch Platzwunden am Kopf versorgen. Auch das. Erste Hilfe ist keine Raketentechnologie und ich liebe es, wenn es einfach ist. Ne? Merkt ihr es? Was können wir noch? Eines meiner Favorites ist, wenn man denn nun kein solches knapp 40 Euro teures Device hat, muss eine stark blutende Wunde zum Stehen kriegen, dann kann man das mit so einem Dreiecktuch auch. Und wir gucken uns an, wie das geht. Wir gehen mal davon aus, dass wir auf der Autobahn unterwegs sind, hatten einen Verkehrsunfall. Der Motorblock meines Autos ruht ein wenig lustlos auf meinem Unterschenkel. Wir nehmen das Dreiecktuch, führen es idealerweise unter der Kniekehle durch, denn da haben wir den Platz dazu. Hier die Taschen haben wir zugesehen, dass die frei und leer sind. Ich mache hier einen Doppelknoten. Ich nehme den teuersten Teil aus dem Pkw-Verbandkasten. Das ist nämlich die Schere. Und jetzt fange ich hier an zu drehen. Und drehen und drehen. Bei den Herren der Schöpfung, bindet da bitte nicht zu viel ein. Und drehen und drehen und drehen. Saga. Und jetzt gehe ich hier mit dem Rest bei von meinem Knotengetüdel und sichere das gegen eigenmächtiges Entfernen aus der Einsatzstelle. Tada! Erste Hilfe, die funktioniert, hat wenig mit Raketentechnik zu tun. Okay? Und ich weiß auch, dass jetzt die ersten wieder aufrühren werden, gerade so die T3C-Fanboys. Das geht aber nicht. Doch, es hat das erste Mal funktioniert und wurde dokumentiert in den Cheops-Pyramiden 600 vor Christus. Es wurde das erste Mal in unserer Gegend dokumentiert um 1600 in der Schlacht um Besançon in Frankreich. Es hat im Ersten Weltkrieg funktioniert. Es hat im Zweiten Weltkrieg funktioniert, es hat in Korea funktioniert, es hat in Vietnam und in tragenden Teilen von Desert Storm 1991 des letzten Jahrhunderts auch funktioniert. Also bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass das auch in der heutigen Zeit, in unserer Zeit, durchaus machbar ist. Was wir noch machen können? Üblicher Klassiker, ich habe einen Hupala mit meinem Ärmchen oder mein Patient hat einen Hupala mit seinem Ärmchen. Jetzt habe ich hier das Armtragetuch, kann es hier einigermaßen sinnvoll durchschlaufen. Den Rest stecke ich hier auf der Innenseite in mein Gekröse und bin ready to go. Was wir noch machen können, wir nehmen mal an, ich habe mir die Hand verletzt. Dazu lege ich mir die Dreiecktuchspitze hier übers Knie, lege meine Hand hier rauf. Klappt die Spitze nach oben, die Seite darüber, die hier rüber
Jetzt ziehen wir einmal elegant. Machen hier wieder unsere Knoterei, 2, 3. Und haben das Ganze zumindest einigermaßen vernünftig abgedeckt. In gleicher Art und Weise funktioniert das übrigens auch am Fuß. Wir nehmen an, ich habe einen Hupala am Ellbogen. Packe meinen Arm hier rauf. Die Ecke habe ich hier hinten. Gehe hier einmal rüber. Gehe hier rüber. Schlau wäre, wenn ich jetzt noch ein zweites davon habe, dann kann ich den Arm ruhig halten. Ich kann aber, wenn ich zum Beispiel auch eine Jacke anhabe, die Hand in den halboffenen Reißverschluss packen und kann das Ganze dann so vernünftig sichern. Was mit der Hand funktioniert, funktioniert logischerweise auch mit dem Knie. Ich packe mir hier eine Wundauflage rauf, gehe mit den Ecken hier unter durch, gehe hier oben drüber. Hier oben ist meine obere Ecke. Und auch hier wird wieder gegen eigenmächtiges Entfernen aus der Einsatzstelle gesichert. Voilà. Eine Sache geht mit dem Baumwolldreiecktuch noch, die ihr garantiert nicht mit einem Kunststoffdreiecktuch aus dem Pkw-Verbandkasten hinkriegen werdet. Wir gucken mal, ob wir es angefangen kriegen. Todesursache Nummer 2 im Gemüse bei stark blutenden Wunden und traumatischen Ereignissen ist die Unterkühlung. Womit können wir eine Unterkühlung unterbinden? Mit einem Feuer. Und das, was wir jetzt hier haben, meine Damen und Herren, ist Baumwollwatte. Diese Baumwollwatte in Tateinheit mit einem Lippenstift gibt einen ganz Herr und Frau vorragenden Zunder. Und somit können wir uns oder unseren Freund, Teambuddy, wie auch immer, vor Unterkühlung schützen. Bei dem Dreiecktuch mit dabei sind noch 2 Sicherheitsnadeln. Ich nutze die jetzt nicht so wahnsinnig oft, aber Verwendungsmöglichkeiten gibt es dafür natürlich auch wie Sand am Meer. Das, was wir jetzt bei kleinerem Auer verwenden und verwenden können, das ist ein gescheites Pflasterset. Und ich meine wirklich ein gescheites Pflasterset. Ja, das darf auch gerne nach DIN sein. Ja, das darf auch gerne irgendwie einen Euro kosten. Letzten Endes das, was uns da draußen im Gemüse, bei Survival Training, bei Bushcraft und was auch immer am meisten zu schaffen macht, das sind Bagatellverletzungen an unseren wichtigsten Werkzeugen, an den Händen. Und das ist bei weitem nicht so witzig, wie es klingt. Was soll so ein Pflasterset können? Witzig wäre, wenn da ein paar Fingerkuppenverbände drin sind. Witzig wäre, wenn da noch ein paar normale Pflasterstreifen drin wären. Noch witziger wäre aber, wenn da auch Pflaster drin wäre, womit ihr euch gegebenenfalls ein Pflaster an den Ellbogen, ans Knie oder bei den Kindern ans Knie oder Ellbogen oder wie auch immer dran macht. Und zwar so, dass das Ganze nach Möglichkeit nicht verrutscht und nicht irgendwelche Falten wirft und dann irgendwie drückt und dann alles noch viel doofer macht. Das soll alles so ein Pflasterkit können. Die meisten davon kriegen das relativ gut hin. Das, was ich dazu bevorzugt empfehle, gebe ich euch hier in die Videocard. Was noch? Ein Thermometer. Ja, meine Kits, also die verschiedenen Outdoor-Kits, in meinen Outdoor-Kits empfehlen wir grundsätzlich ein Thermometer. Aber nicht einfach nur ein normales Thermometer, also ein normales Fieberthermometer, sondern eins, was auch unterkühlen kann. Und zwar bis 33 Grad, beziehungsweise 32 Grad in unserem Fall. Wo ihr das bekommt, das seht ihr hier zu dem Thema warum. Thermometer habe ich mich kräftig ausgelassen. Das Video gebe ich euch mal hier oben. Und zwar hat es den ganz einfachen Grund, eine Unterkühlung sicher festzustellen. Und da möchte ich schon ganz gerne rechtzeitig wissen, ob und wie und wo es meinen Patienten geht und wenn ja, warum und wie viele davon. Als nächstes, meine Damen und Herren, haben wir das Thema Schere. Und zwar habe ich dieses hochehrenwerte Möbel, das ist meine Lieblingsschere. Das ist zwar nicht der teuerste Gegenstand in jedem Erste-Hilfe-Kit für einen Pkw-Verbandkasten,
aber es ist der wertvollste, weil das Ding nicht nur schneiden kann, sondern damit könnt ihr gegebenenfalls auch eine Abbindung improvisieren. Was ich euch jetzt noch gerne ans Herz legen möchte, gerade zum Reinigen der Wundränder, wenn ihr ein Pflaster anbringt, das sind Alkoholtupfer. Die haben ganz einfach den Hintergrund, dass die Wundränder und die Haut an den Wundrändern gereinigt wird. Damit wird bitte nicht zwanghaft die Wunde ausgewischt. Weil, wie gesagt, Alkoholtupfer, nein, nicht in eine offene Wunde, wirklich nicht. Was ebenfalls in so ein Kit ganz gerne mal rein darf, das ist Wunddesinfektion. Ich bin ein absoluter Fan, gerade wegen meinen Kindern und gerade an meinen Kindern, von Octinisept. Octinisept ist ein Wunddesinfektionsspray auf Wasserbasis und funktioniert für mich ganz Herr und Frau hervorragend. Hat den blöden Haken, dass wenn es tatsächlich mit Frost in Verbindung kommt, also mit tiefen Minusgraden, dass sich Bestandteile voneinander lösen und ihr dann, gerade wenn ihr irgendwie Nordschweden oder irgendwo in der Art mit Hundeschlitten oder so unterwegs seid, und euch das Octinisept einfriert, dann einfach langsam wieder auftauen, durchschütteln und draufsprühen, keine gute Idee. Da ist dann tatsächlich die Verwendung von einem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis die empfehlenswertere Variante. Aber ganz ehrlich, was sich bei solchen Minustemperaturen, also die Keime, die sich bei solchen Minusgraden halten, die haben sich den Namen MacGyver auch wirklich hart erarbeitet und verdient, wenn ich ehrlich bin. Ein weiterer Punkt auf der Liste ist eine Splitterpinzette. So banal sich das alles anhört, wie gesagt, wir reden hier von Bagatellverletzungen. Das ist ein Splitter einreißen, das ist mal eine Zecke entfernen. Ja, auch ich weiß, dass es Zeckenkarten gibt und das, was ich von den Dingern halte, ist bevorzugt und am meisten Abstand. Im Kindergarten von meinen Kindern wurde damals mit den Dingern rumgefuhrwerkt und führte dann schlussendlich dazu, dass ich dann zu Hause nochmal nacharbeiten durfte, dann halt tatsächlich mit einer Pinzette. Was gerade bei Kindern und gerade bei kleinen Kindern maximal ätzend ist. Mit dieser Splitterpinzette geht ihr Bein, geht mit diesem Spitzenschnabel möglichst dicht an die Haut, drückt zu und zieht das gesamte Konstrukt einfach nach oben weg. Nicht drehen, nicht über losgehen, kein A kaufen, nicht mit irgendwelchen Flüssigkeiten und Tinkturen, das was von der Zecke aus dem Körper raussteht, irgendwie einschmieren, weil das ist tatsächlich der Stoff aus dem, oder es ist das, wobei die Zecke dann in unseren Körper im Grunde erbricht und es dann zur Borreliose kommt, also zur Infektion durch Zeckenbiss. Lasst das bitte. Zecke greifen, zudrücken, nach oben wegziehen, das Ganze gut mit Desinfektionsmittel fluten, mit einem Kugelschreiber einen Kreis drum machen, Datum draufschreiben, das Ganze gut beobachten. Die Samsplint. Die Samsplint ist eine Aluschiene, die ist mit Schaumstoff ummantelt. Und die können wir verwenden, um Handgelenke ruhig zu stellen, Ellbogen ruhig zu stellen, Unterarme ruhig zu stellen. Bei einer relativ schmächtigen Patientin, wir reden hier von einer Marathonläuferin von unter 50 Kilo, damit haben wir ein gebrochenes Schienbein tatsächlich stabilisieren bzw. schienen können und das Ganze gegen eigenmächtiges Entfernen außer Einsatzstelle sichern können. Aber bei erwachsenen Homo sapiens, männlichen erwachsenen Homo sapiens, da wird das mit den gebrochenen Knochen und größeren Röhrenknochen schon eine sportliche Herausforderung. Gegen weitere Bewegungen sichern, ja, tatsächlich richtig ruhig stellen wird dann eher schwierig. Da müssen dann andere Mittel ran. Und da muss dann auch irgendwann mal der Druide des Vertrauens ran, dass der dann tatsächlich was gegen Schmerzen macht. Bei dieser Schiene handelt es sich um Aluminium, was mit Schaumstoff ummantelt ist. Ja, gibt in unterschiedlichen Farben. Meistens ist die eine Seite gelb oder häufig ist die eine Seite gelb, die Innenseite ist blau. Unterscheidet sich aber nicht weiter. Die Unterschiede bei den beiden hier sind, dass die eine 1 Meter lang ist und 11 cm breit, die andere ist 91,4 cm lang und 10 cm breit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, ja. Was ich hier ganz witzig finde, sind die, ist im Grunde wie so eine Art Lineal.
einmal in Inch, würde ich mal festtippen. Jupp, einmal in Inch, also in Zoll, und die andere Seite in Zizer Zentimetern. Und die gibt es in gerollt und die gibt es so in flach gepackt, dass man die in Rucksack, in das Medic Kit des Vertrauens packen kann. Dann nimmt die extrem wenig Platz weg. Sie ist sehr leicht. Hier bei der Samsplint sind es 113 Gramm. Steht sogar drauf. Die hier ist ein bisschen schwerer. Das liegt aber ganz einfach dran, weil die insgesamt auch ein bisschen größer und voluminöser ist. Tun sich letzten Endes beide nicht wirklich allzu viel. Man kann damit Extremitäten ruhig stellen. Das alles hat aber seine Grenzen. Und auch zu den Grenzen komme ich heute. Also, ich habe mal zum Äußersten gegriffen, zu meinem ganz persönlichen Erste-Hilfe-Kit. Da habe ich nämlich eine Samsplint drin. Die sieht schon ein bisschen benutzt aus. Das ist aber nicht weiter schlimm oder ansteckend. Man sagt so, bis zu viermal kann man die tatsächlich hin und her knicken und verwursten und so. Und das macht sie durchaus mit. Na, wenn sie es nicht mehr möchte, wenn sie euch nicht mehr möchte und das Leben mit euch nicht mehr teilen möchte, dann wird sie euch das schon tatsächlich an diesem hochumfangreichen Wissen teilhaben lassen. So, was wir jetzt machen ist, dass wir, wie es hier auch drauf beschrieben ist, einmal den Unterarm ruhig stellen. Dazu wird Mademoiselle de la Chine erstmal vorgeformt ein wenig. Das Ganze machen wir in beide Fahrtrichtungen. Wird das Ganze hier liebevoll rübergeklappt, ein wenig angepasst. Die Hand ein wenig anmodelliert. Modelliert, nicht moderiert. Modelliert. Nicht verwechseln. Dorfstecher, Dorfstecher. Wenn wir das soweit haben, gehen wir bei und nehmen das Fixiermaterial des Vertrauens. So, was ich hier veranstalten möchte, ist, dass ich die Hand ruhig stelle. Oder vielmehr das Handgelenk und die Mittelhand ruhig stellen möchte. Sieht so schon gar nicht schlecht aus. Wir können hier jetzt noch eine zweite drüber machen oder gehen da mit einer gehen da mit so einem Armtragetuch bei, mit einem Dreiecktuch. Was wir auf die Art und Weise bezwecken, ist, dass wir das Handgelenk ruhig stellen, beziehungsweise in dem Fall, wenn wir mal annehmen, ich habe mir hier irgendwie das Handgelenk verstaucht bzw. geprellt, wie auch immer, weil alles andere kann ich draußen im Gemüse so ohne weiteres, ohne Bildgebung eh nicht wirklich sicher ausschließen. Wenn ich also ein Gelenk ruhig stellen möchte bzw. den Bereich drumherum ruhig stellen möchte, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Mittelhand gebrochen habe, möchte ich hier die Finger ruhig stellen und das Handgelenk. Das habe ich auf die Art und Weise gemacht. Wenn ich jetzt hier das am Handgelenk irgendein Problem habe, weil ich auf den Handballen gefallen bin, dann habe ich einmal den Bereich nach vorne ruhig gestellt und hier bis zum nächsten Gelenk auch. Das heißt aber auch, dass wir diesen Arm dann tatsächlich so vom Körper irgendwie auch fixieren sollten, damit wir auch wirklich Ruhe in die Gelenke reinkriegen. Was ich hiermit noch machen kann, ist, dass ich das Ganze im Grunde parallel den Arm einfach nur drauflege, anmodelliere und dann hier im Grunde hier wieder Ruhe reinbringen
in den Unterarm Ruhe reinbringen. Hab dann aber immer noch, dass ich hier das Gelenk frei bewegen kann. Das kann ich machen, wenn ich hier vorne irgendein Problem habe. Dann habe ich das Gelenk mit ruhig. Und dann habe ich zumindest in Ansätzen hier vorne mit Ruhe drin. Kann dann trotzdem den Arm für irgendwas, und wenn es ist auf dem Klettersteig, dass ich mich irgendwie abstütze oder so, kann ich das damit immer noch machen. Hab aber, wie gesagt, im Ellbogen volle Beweglichkeit. Hab aber das Handgelenk ruhig, hab die Vorderhand ruhig und kann so dann weitermachen. Was auch funktioniert, ist, dass man den Oberarmknochen damit schienen kann. Dazu legen wir die Sam Splint bei unserem Patienten einmal in die Achselhöhle um den Oberarm rum. Und jetzt wird nach Möglichkeit nicht vom Patienten selber das Ganze in einer sogenannten C-Curve tatsächlich vorgeformt. Wichtig hierbei ist dann jetzt wieder, dass wir den Arm auch hier rüber fixieren. So, was geht noch mit so einem Teil? Wir können damit logischerweise auch Füße ruhig stellen oder ganze Beine. Wir nehmen an, wir sind irgendwo im Wald und auf der Heidi unterwegs, sind beim Trekking umgeknickt und können zwar noch auftreten, aber es ist wahnsinnig schmerzhaft. Das können wir ein wenig eindämmen, dadurch, dass wir den Knöchel ein wenig entlasten und den Rest des Schenkelchens ein wenig stützen. Und das gucken wir uns jetzt an. Dafür gehen wir erstmal bei. Platzieren den Fuß des entsprechenden auf dieser Sam Splint. Jetzt gehen wir bei und modellieren das Ganze ein wenig an. In diesem Fall können wir uns den Schaft unseres Stiefels zum Vorteil machen und darüber Ruhe in den Knöchel reinkriegen. Und den Rest fixieren wir auch wieder mit einer Fixierbinde des Vertrauens. Voilà, fertig ist das Konstrukt. Der Knöchel ist entlastet und die Lastverteilung läuft eher über Schien- und Wadenbein als auf den Knöchel direkt. Es wirkt unter den Taktik-Coolingern immer gern mal beigegangen,
die Sam Splint hier so Löcher reingeschnitten, dann wird ein Tourniquet durchgeführt, um ein Becken zu stabilisieren. Ich sag euch auch, was ich davon halte. Und das ist ganz einfach, das ist irgendwo zwischen Nichts und Abstand. Denn ähnlich wie bei der Zervikalstütze werden bei über 75% der Beckenschlingen von Profis, die angelegt werden, werden sie in über 75% falsch angelegt. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, dass sich so ein gebrochenes Becken, wenn es denn tatsächlich gebrochen ist, wesentlich einfacher und leichter tatsächlich stabilisieren und die Gefäße im Leistenband sich entlasten lassen. Das kann man dadurch veranstalten, dass man die Knie zueinander rotiert und das Ganze mit dem guten alten Baumwolldreiecktuch sichert. Wenn man dann ganz sicher gehen will, dann macht man ein entsprechendes Dreiecktuch nochmal um die Füße rum. Das wäre dann aber schon doppelt gemoppelt und das wäre schon fast wieder zu viel. Diese Sam Splint ist bevorzugt zu fixieren mit einer Easy Bandage. Das ist im Grunde eine dauerelastische Binde statt dieser Metallkrampen, die wir sonst von früher kennen, diese sogenannten Schwiegermütter. Da haben wir alle 30 cm spätestens Hakenflauschband. Und das funktioniert ganz sehr und hervorragend. Auch davon habe ich gut und reichlich. Und auch die verwende ich privat. Gut, meine Damen und Herren, liebe Liebenden, das war also der Gruppensani mit seinen verschiedenen Tätigkeiten und dem, was er nach Möglichkeit mit den Teamangehörigen tun sollte. Er sollte sie also schulen, er sollte sie in der Ausrüstung beraten, er sollte sie in der Ausrüstung tatsächlich fit machen und so fit machen, dass wenn der Sani selber am Boden liegt, dass seine Teamkameraden ihm helfen können. Meine Damen und Herren, wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Like dalassen. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Jeden Samstagmorgen 8 Uhr mindestens ein neues Video zum Thema Erste Hilfe oder Notfallvorsorge oder schlimmer Outdoor Erste Hilfe und Notfallvorsorge. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.